Sofia Vergara hält herzergreifende Rede über ihre Krebsdiagnose. Sofia Vergara, 49, ist für ihre fröhliche Persönlichkeit und ihre positive Lebenseinstellung bekannt, die sie trotz eines verheerenden Schicksalsschlages vor 20 Jahren beibehalten konnte. Der Modern Family Star bekam mit 28 Jahren die Schockdiagnose Schilddrüsenkrebs. Bei der Wohltätigkeitsveranstaltung Stand Up to Cancer hält die Ehefrau von Joe Manganiello, 44, deshalb eine herzergreifende Rede über den Moment, in dem sie von der folgenschweren Krankheit erfuhr und anschließend unglaubliche Stärke bewies. Ich versuchte, nicht in Panik zu geraten. Der America's Got Talent Star war bei einer Routineuntersuchung, als seinem Arzt plötzlich etwas Ungewöhnliches auffiel, mit 28 Jahren erstarrte mein Arzt bei einer Routineuntersuchung einen Knoten in meinem Nacken. Was folgten, waren eine Reihe von Tests, die schließlich zum verheerenden Ergebnis Schilddrüsenkrebs kamen. Wenn man jung ist und das Wort Krebs hört, denkt man an so vieles, aber ich versuchte, nicht in Panik zu geraten und beschloss, mich zu informieren, erinnert sich die heute 49-Jährige an den Moment. Also habe sie jedes Buch gelesen und alles darüber herausgefunden, was sie konnte. Ein glücklicher Zufall, die Erkrankung wurde früh erkannt. Außerdem konnte sich die Schauspielerin auf die Unterstützung eines Ärzteteams und ihrer ganzen Familie verlassen.